Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von City Skyline. Wir haben jetzt ja schon langsam ein ganz schönes Verkehrsaufkommen, was wir hier versuchen müssen, irgendwie unter Kontrolle zu bekriegen. Dadurch, dass jetzt hier schon die ganzen Leute hier zur Arbeit wollen, dann werden wir mal mit der... Wir machen dann noch hier den Bahnhof. Aber wir werden jetzt uns mal um die U-Bahn-Station kümmern. Zumindest unterirdisch. Die werden wir hier mal eine platzieren. Hier mal eine platzieren. Wo haben wir noch Haltestellen? Hier haben wir Haltestellen. Kann da eine hin? Haltestellen hätten wir noch hier, da kann da noch eine hin. Hier ist unser Gefälle zu steil, dann nehmen wir einfach eine Straße weiter unten. Busse fahren, hier haben wir noch eine für die Schule. So, jetzt haben wir bloß jetzt hier in der Mitte noch keine. Hier haben wir eine Busstation. So, da haben wir erstmal das abgedeckt. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze noch verbinden. So, jetzt will ich doch eigentlich bloß hier unsere U-Bahn verbinden irgendwie. Ist das die U-Bahn? U-Bahn. Ich will doch jetzt hier bloß eine U-Bahn bauen. Ich werde einfach hier eine Mautstelle hinpflanzen. Ja, der durch will. Bezahlt Maut. Muhaha. Überlegt das euch nämlich dreimal. Oh ja, jetzt auf jeden Fall rumdrehen, ne? $1, $1, $1, $1, $1. Oh, kein Strom. Wir brauchen. Das brauchen wir nicht. So, U-Bahn-Station, wo haben wir stehen geblieben? U-Bahn. Ich will doch aber bloß... jetzt hier so. So, jetzt haben wir hier oben noch eine.
So, und haben wir durch die ganze Stadt eine U-Bahn laufen. Hey, ich will da bloß hier eine Haltestelle platzieren. So. Wer? Warum? Warum geht das nicht? Hierhin, hierhin, hierhin. Ist es jetzt zu steil? Kann das sein? Unsere U-Bahn-Station war gerade ganz schön teuer, würde ich meinen. So geringfügig teuer. Ich wollte mir den Zug bauen, aber... So, was sind unsere Einnahmen durch die Maut? Tourismus. Siebzehntausend plus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier können wir ein paar Einkaufsdinger dazwischen setzen, wenn sie wollen. So. Ach du Heimatland, warum ist denn hier? Können wir die auf zweispurig ausbauen, die ganze Geschichte hier? Moment. Warum? Ach, das ist eine Autobahn. Ich dachte, das ist eine... Eine Spur für jede Richtung.
Nee, na, so ist der Plan natürlich nicht. Die, die in das Industriegebiet fahren, die müssten schon... Die könnten schon eher runterfahren. Können wir probieren, ob wir jetzt hier eine... Abfahrt? Ja. Hier eine, weiter hinten. So, und so, und das tun wir jetzt mal für Autos sperren, die ganze Sache hier. Sondern dass hier bloß wirklich die LKWs runterfahren. Jetzt muss ich natürlich erstmal das Ganze hier wieder akklimatisieren hier ein bisschen. So, wir werden jetzt hier das Ganze natürlich pausieren. Und in Hochhäusergebiete umwandeln. Da wir ja unsere Straßenbahn und alles hier fahren haben, sollte das eigentlich klappen. Eigentlich. Wir haben jetzt natürlich auch schon massig Einwohner. Das ist klar. Bevor sich das ja alles wieder hochgeschaukelt hat. 23.000 hat man jetzt. Wo wollt ihr denn alle hin? Ihr wollt doch eh bloß alle in das Industriegebiet hier rein. Ein paar fahren ja, aber wo wollen denn der Rest hin? Such nach Hause. Kommen die aber her, alle verdammte Axt. Meine Herren, du. So. 24.000 Einwohner haben wir jetzt schon wieder. Wir wollten ja die U-Bahn-Station eigentlich weiterbauen. Die Frage ist natürlich, warum wir keine... Jetzt geht's. Zu steil für die U-Bahn. Das sind wir natürlich beschissen.
halbwegs geschmeidigen Bogen hier hinmalen. So, und hoffen, dass es jetzt... Ja. Jetzt funktioniert es. Kann ich das natürlich jetzt auch gleich in beide Richtungen? Natürlich schön, wenn sie hin und her fahren würden. U-Bahn. Machen wir die Runde einfach andersrum nochmal. Hierhin und als nächstes. Hierhin. Hierhin. Dahin. So, da wird hoffentlich unser Verkehrsaufkommen jetzt hier etwas gemildert werden, aber trotzdem wollen die alle. So, jetzt hier wird die Hälfte nicht schnell, dass die Spur bloß für gleich aus ist. Einfädelungsspur. Wir haben drei Spuren. Die Spur ist für ja, es wird der Spurwechsel relativ kurz geraten ist. Und hier ist eine Rückenkante. Dann platzieren wir einfach hier eine Mautstelle hin. Fetten die Leute ab. So. Was geht denn hier? Dreispurige Einbahnstraße, was ist denn sowas? Strom und Wasser fehlt wieder, warte mal. Ne? So. Verkehrslinien. Ihr fahrt auf diese Spur. Ihr auf diese Spur.
Dann fahren. Diese und diese. So, müssen wir jetzt irgendwie probieren, das hier unter Kontrolle zu kriegen. So, wenn wir jetzt hier natürlich drei Ocken machen, pro Dings. Dann ist es schon überlegen, ob sie hier das nutzen oder nicht. Hier ist noch hohes Verkehrsaufkommen. Kommen denn die ganzen aber her, die ganzen Leute hier? Der arbeitet da? Wenn ihr da arbeitet. Muss ich jetzt wirklich nicht verstehen. So, jetzt hören wir uns mal noch an die Zugverbindung hier machen. Gucken, ob wir den Zug hier unten drunter... Beziehungsweise hier oben drüber. Na, oben drüber bekommen. Runter. Genau. Hier werden wir noch den normalen Bahnhof hinsetzen. Ja, am besten hierhin. So, da haben wir jetzt ja auch schon den Hauptstadt erreicht. Hafen und Frachthafen. Einzigartige Capanna Schutzzentrum. Einwandfrei. So Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal versuchen wir hier den Stau in den Griff zu bekommen. Einnahmen haben wir ja mittlerweile genug durch unseren Stau hier. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.